Hades, das vierte Spiel aus dem Hause Supergiant, scheint sich seiner antiken griechischen Inspiration doppelt verpflichtet zu fühlen. Wir treffen nicht nur Gestalten und Legenden aus der Welt der antiken Sagen an. Auch das Spiel selbst folgt einem wohlbekannten mythologischen Motiv, dem Vatermord. Wir lernen zu Beginn, dass der Protagonist, Zagios, bei Geburt von seiner echten Mutter getrennt wurde. Sein Vater, der Unterweltgott Hades, wird Zagios daran hindern, aus dem Totenreich auszubrechen, um zu ihr zu gelangen. Die Lösung ist simpel. Zagios schlägt sich durch das Totenreich, um schlussendlich, an der Grenze zur Welt der Lebenden, den Gott der Toten selbst zu töten. Es ist nicht schwer, in diesem Blot die Struktur des Oedipus-Komplexes hineinzulesen. Zagios wird das Verlangen nach seiner Mutter, seinen Vater um die Ecke bringen. An dieser Stelle drängen sich vermutlich zwei Einwände auf. Erstens, dass es bei Hades doch nicht um einen sexuellen Anspruch ginge. Zweitens, dass es sich bei der Redaktion auf den Vatermord um eine enorme Übersimplifizierung handle, die den komplexen Beziehungen, die Hades darstellt, nicht gerecht werde. Zum ersten soll gesagt werden, dass, wenn die Freudsche Lehre von einer libidinösen Beziehung auf die Eltern spricht, hier nicht eine exklusiv sexuelle Beziehung gemeint ist. Libidinös kann genauso gut eine romantische, aromantische oder platonische Fixierung sein. Was den zweiten Vorwurf angeht, so trifft dieser tatsächlich erstmal zu. Hades lässt sich eben nicht auf ein plumpes Vatermord-Narrativ reduzieren. Bei dieser Darstellung bin ich allerdings nicht nur dem Spiel nicht gerecht geworden, ich habe auch ein zwar weit verbreitetes, aber vulgäres Verständnis des Oedipus-Komplexes übernommen. Tatsächlich ist die Verhandlung familiärer Beziehungen in der Freudschen Theorie wesentlich komplexer. Gerade indem Hades sich dieser vulgären Oedipus-Story verweigert, gelingt es dem Spiel, eine komplexe Familiendynamik darzustellen. In den folgenden drei Punkten will ich darlegen, was sich durch Hades über Familie und Psychoanalyse aussagen lässt. Oedipus ist zunächst die Idee eines paranoischen Erwachsenen, bevor ein infantiles, neurotisches Gefühl wird. Das stellen die Lysongatare in ihrem Buch Anti-Oedipus fest. Sie beziehen sich hierbei auf die Forschung des Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Ihm zufolge finden sich in den klassischen oedipalen Mythen verschiedener Kulturen ein genuines Vergehen oder die Schuld grundsätzlich nicht im Inzest oder allgemeiner in einer Grenzüberschreitung seitens des Sohnes. Stattdessen werden in diesen Narrativen meist eher die Rachegefühle des Vaters verurteilt, die oft sogar der tatsächlichen Grenzüberschreitung des Sohnes vorausgehen. In der griechischen Mythologie drängt sich hier das Bild von Kronos auf, der seine Nachkommenschaft verschlang. Diese von Strauss attestierte Dynamik lässt sich in Hades sehr gut nachvollziehen. Hier besteht von Anfang an kein Zweifel daran, dass es der Antagonist Hades ist, der sich falsch verhält. Zagios Wunsch nach seiner Mutter ist unschuldig, nachvollziehbar und offensichtlich gerechtfertigt. Es ist Hades, der durch sein unvernünftiges Verhalten den mehrfachen Vatermord forciert. Er beweist sich hier nicht nur als schlechter Vater, weil er seinen Frust über seine gescheiterte Beziehung an seinen Sohn auslässt. Sein Verhalten ihm gegenüber ist von einer grundlegenden Paranoia bestimmt. Dank der Prophezeiung der Schicksalsweberinnen, besessen von dem Gedanken, dass sein Sohn kein würdiger Nachfolger werden könnte, provoziert er dessen Scheitern dabei selbst durch die Art, in der er seinen Sohn behandelt. Diese väterliche Paranoia ist auch der Grund, warum der Herrscher der Unterwelt sich unfähig sieht, seinen Sohn über seine Geheimnisse ins Vertrauen zu ziehen. Im Grunde ist sie die Wurzel des Vater-Sohn-Konfliktes in Hades. In dieser Paranoia zeichnet sich bereits eine gewisse Impotenz ab. Hades verbleibt nicht auf dem Level eines Tyrannen. Im Laufe des Spiels lernen wir, dass er sich selbst gewisse Regeln auferlegt und diesen sogar treu bleibt, wenn es in seinem eigenen Nachteil ist. Darüber hinaus ist auch externen Regeln unterworfen. Beispielsweise ist es unmöglich, die Unterwelt zu verlassen. Er ist weniger der Souverän als vielmehr der Verwalter oder der oberste Bürokrat der Unterwelt. Hades wird durch diese Begrenzung seiner Macht und seiner Handlungsfähigkeit einerseits, durch das Offenlegen seiner Unsicherheiten und Wundenstellen andererseits, banalisiert und vermenschlicht. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Für jedes Kind gibt es irgendwann die Erkenntnis, dass die Eltern nicht alles wissen, nicht alles können, ihre eigenen Probleme in der Arbeit oder sonst wo haben, kurz, dass die Eltern auch nur Menschen sind. Das ist für viele eine ernüchternde Erfahrung,
Früher waren die Eltern quasi für alles verantwortlich, im guten wie im schlechten Sinne. Nun ist diese Macht gebrochen und an ihrer Stelle tritt die ungeheure Komplexität des gesellschaftlichen Lebens und seiner Regeln. Während zuvor die Stellung zu den Eltern das zentrale Problem war, gilt es nun, sich im Gewirr des Sozialen zurechtzufinden. In der Psychoanalyse ist Ödipus Problem und Lösung zugleich, was das Sich-Einfügen in die Gesellschaft betrifft. Dem Kind wird in Ödipus-Komplex eine Kombination aus antisozialen Einstellungen zugeschrieben. Ein kompletter und inzestuöser Besitzanspruch auf ein Elternteil und der daraus resultierende Hass auf das andere, das mit diesem Besitzanspruch im Konflikt steht und ihn verbietet. Trotz dieser antisozialen Tendenzen bildet Ödipus in der psychoanalytischen Theorie keineswegs eine Krankheit, sondern wird als fester Bestandteil und notwendiger Schritt für die Sozialisation verstanden. In der Freudschen Theorie wird von einem Untergang des Ödipus gesprochen, in dem wir Eltern als Liebesobjekte aufgegeben werden. Dabei liefern aber diese das im Unterbewussten untergegangene Modell für das Begehren anderer Personen und ermöglichen so erst das spätere Bilden von Beziehungen, welche dann quasi als Ersatz für ein aufgegebenes, unerreichbares Objekt agieren. Und auch die traditionellen Funktionen des Vaters, erlauben, verbieten, bestrafen und so weiter, finden sich nun anderswo, nämlich in der Sphäre des Gesellschaftlichen, insbesondere der staatlichen Institutionen. Einzelne solcher patriarchalen Instanzen können zwar vom Individuum abgelehnt werden, der Totalität des Gesetzes wird sich jedoch untergeordnet. In der Tradition des französischen Analysten Jean Lacan unterliegen diese paternalistischen Institutionen und Personen der Logik eines Signifikanten, der Name des Vaters genannt wird und in etwa mit der symbolischen Ordnung des Gesetzes und der Sprache identifiziert werden kann. Hier finden wir endlich zu Hades zurück. Hades ist genauso ein Name. Er bezeichnet dreierlei: die Gottheit, die Unterwelt und das Spiel selbst. Genau wie der tatsächliche Vater einen Namen des Vaters, als in dem des Arbeitgebers, untergeordnet sein kann, umso liegt Hades den Regeln seines eigenen Reiches. Er kann es nicht verlassen und er kann es auch nicht nach Belieben verändern. Genau das macht ihn zum bürokratischen Verwalter der Unterwelt, anstatt ihres tyrannischen Herrschers. Indem Zacchaeus und wir selbst diese Einschränkungen verstehen lernen, lässt die Fixierung auf Hades als Person nach. Die wirklichen Probleme treten in den Vordergrund. Wie mit der begrenzten Zeit auf der Oberfläche umgehen, wie Persephone zur Rückkehr bewegen und die Beziehung zwischen ihr und Hades reparieren. Danach, wie Zacchaeus in diese Familie reintegrieren. Und schließlich, wie die Täuschung des Olymps lüften und gleichzeitig die Olymper mit dem Haus Hades versöhnen. Hades als Spiel ist eine Ansammlung von Regeln. In Debatten um sogenannte Walking Simulators ist auch folgende Minimaldefinition für den Begriff Spiele beschworen worden. Ein Spiel muss Regeln und insbesondere einen oder mehrere Fail-States besitzen. An dieser Stelle hilft uns Lacans Hang zum Wortspielen weiter. Wenn er von dem Namen des Vaters, französischen Nodipère, spricht, so spielt dieser Begriff bereits auf die verbietende Funktion des Vaters, das Nein des Vaters, Nodipère, an. Der Fail-State ist das finale Nein von Hades, der Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht und die Spielerin von vorne anfangen muss. Diese dritte Ebene des Namen Hades, die Metaebene als Name des Spiels, ist Anfang und Ende in der Reihe unseres Namen des Vaters. Sein Regelwerk, sein Code, ist Rahmen für alle anderen Regelwerke im Spiel und eben auch auf der Ebene der Story. Nun ist dieses Nein nicht rein destruktiv. Gemäß der oben erwähnten Minimaldefinition bringt erst der Failstate etwas hervor, das Gameplay genannt werden kann, da er uns zwingt, Entscheidungen zu treffen. Die Grenze, das Nein, stellt sicher, dass Entscheidungen von Bedeutung getroffen werden können. In Hades ist eben jenes Nein, das ausgesprochen wird, wenn die Spielerin stirbt, mit dem Fortschritt des Spiels selbst verbunden. Und auch auf der Story-Ebene geht es nicht darum, das Nein im Sinne des Verbotes komplett zu überwinden. Vielmehr wird mit ihm gespielt oder sich mit ihm arrangiert. Völlig aufgehoben wird es aber nie. Dies ist bereits im Genre des Spiels angelegt. Das Roguelike-Genre geht davon aus, dass Spielerinnen immer und immer wieder in ihren Versuchen scheitern und von neuem beginnen. Hades integriert dies besonders elegant in seine Story. Nicht nur sind Zacchaeus viele Tode kanonisch, unser Scheitern liefert uns gleichzeitig auch Ressourcen, die bei der weiteren Verhandlung und Konflikt mit unserem Patriarchen weiterhelfen. Selbst wenn Hades besiegt und Persephone schließlich zurückgebracht wird, ist das väterliche Nein nicht gebrochen,
sondern wird stets in anderer Funktion weiter performt, auch wenn es der Feindschaft beraubt ist. Dem väterlichen Nein wird sein Ernst genommen und es wandelt sich in ein Ritual und sogar einem Job, aber es wird nie überwunden. Selbst über das sich wiederholende Ableben Sarkos hinaus wird dieses Motiv fortgesetzt. So wird das Nein, das über Persephone liegt, durch den Deal mit der Olymp nur halb aufgehoben. Auch die Regeln des Haus Hades und Sarkos Unfähigkeit, außerhalb des Totenreichs zu überleben, ändern sich nicht. Es wird nur anders mit ihnen umgegangen. Der Sinn von Hades liegt nicht im Brechen des väterlichen Neins, sondern im produktiven Umgang mit ihm.